tödliche Anomalien, gefährliche Mutante, Anarchisten und Banditen. Sie alle können den triumphalen Marsch der Wächter zur Rettung des Planeten nicht aufhalten. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Stalker Call of Chernobyl mit mir, dem Wächter Rino. Und wir werden uns jetzt erstmal zu diesem Versteck hier hinten begeben, denn wir haben das erste Versteck gefunden, das eingezeichnet ist. Und ich finde es auch sehr, sehr blöd, dass es so klein ist und dass es überhaupt hier ist. Eigentlich ist das hier... Oh, Leute! Ich möchte ja nicht die Anfänger-Tools haben. So eine Scheiße. Aber gut, dass wir hier was Schönes gefunden haben. Genau, das ist auch ein guter Start. Ich möchte nämlich im Armeelager mich auf Verstecksuche begeben und hier noch ein paar Aufträge abschließen. Pseudo-Hündis, hier gibt es ein bisschen was abzugrabbeln, aber es war doch mehr als nur einer, oder? Ah, shit, wir hätten uns hinlegen sollen. Wie sieht's denn mit dem Nachtsichtgerät aus? Ah, erste Stufe, das erkenne ich auf dem ersten Blick, aber besser als gar nichts. Versteck. Ja gut, das ist leer. Wollt ihr mich verarschen? Wollt ihr mich verarschen? Eine Chimäre? Eine Chimäre? Und da hinten rennt noch irgendwas Komisches rum. Wollt ihr mich verarschen? Das war... Wow. Ich kann es immer noch nicht fassen. Das war die Wächterrunde. Und es schmerzt. Es schmerzt so stark. Ich hatte so viel Glück gehabt. So viel Mut. Es hat so viel Spaß gemacht. Und ich freue mich auf das Militär, denn die haben auch so ähnliche Anzüge. Die Anzüge waren eigentlich das, was mir am meisten Spaß gemacht hat. Es waren auf jeden Fall die Anzüge.